Herzlich willkommen zum fünften Taktik-Corner von Amateurscout. Heute mit einer Spezialausgabe, weil ich habe heute die besondere Ehre, in unseren Breiten keinen Unbekannten, Sandro der Birker, bei uns zu begrüßen. Wir werden heute im Interview ein bisschen eingehen auf seine Laufbahn vom Amateur, Trainer und Spieler zum Profi, beziehungsweise werden wir auch an der Taktiktafel arbeiten, aber dazu kommen wir später. Sandro, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir und einen schönen Gruß und ein gesundes neues Jahr für alle, die uns verfolgen. Ja, Sandro, du bist ja bei uns kein Unbekannter, warst in Ips als Spieler tätig, hast aber dann meiner Meinung nach eine wirklich hervorragende Karriere gemacht als Trainer. Bitte kannst du uns deine Entwicklung kurz schildern. Ja, so erfolgreich kann man so sagen. Ja. Wenn du deine Ziele erreichst, kannst du niemals Erfolg nennen. Also das kommt nicht darauf an, wie weit du nach oben kommst, sondern ob du weißt, du dann auch deine Ziele verfolgst und dann auch erreichst. Und mein Vorteil ist, dass ich als Trainer von unterster Klasse bis jetzt in die Nationalmannschaften geschafft habe und auf das bin ich stolz. Und da möchte ich zuerst Danke an meine Familie sagen, weil ohne die Unterstützung der Familie unmöglich wäre. Und ja, mehr würde ich jedem empfehlen, der wirklich Träume hat, dass seine Ziele zu verfolgen und zu verwirklichen. Also deine Entwicklung, man muss ja sagen, du bist jetzt beim rumänischen Fußballverband angestellt als technischer Direktor. Man kann das so vergleichen wie das Pendant von Ruttensteiner beim ÖFB. Du bist für alle Nationalmannschaften zuständig. Sag uns aber bitte ganz kurz deinen Weg als Trainer. Ja, es ist so, in Österreich habe ich angefangen ist schon lange her, 98. 98 war ich Spielertrainer in Neuwagt, zweite Klasse. Dann bin ich als Leistungsausbildung sportlicher Leiter in Amstetten, in LAC. Dann war ich Kampfmannschaftstrainer in Amstetten, Landesliga 2005 bis 2006. 2006 bis 2008 war ich Kampfmannschaftstrainer und sportlicher Leiter auch in der Akademie AFW in Weidhofen. Und dann habe ich eine kurze Pause genommen. Ja, es ist nicht unbekannt, meinen kleinen Prozess mit Herr Haarreiter und hat sich so ergeben und vielleicht war meine Chance und da bin ich nicht undankbar für das, was damals passiert ist. Dann habe ich mehr Zeit für meine persönliche Entwicklung. Dann bin ich wieder nach Rumänien gegangen, habe ich, weißt du, dann verschiedene Ausbildungen gemacht, habe ich die UEFA-Pro-Lizenz gemacht, dann bin ich UEFA-Instruktor geworden. Dann habe ich 5 Jahre trainiert in diverse zweite Liga-Vereine und erste Liga-Vereine, namhafte Vereine wie Universitat Craiova, wie Rapid Bukarest. Und seit 2 Jahren arbeite ich im rumänischen Fußballverband. Und seit heuer im Sommer bin ich als Koordinator für alle Nachwuchsnationalmannschaften um 15 bis 21. Bin ich tätig als Ausbildungsleiter für die UEFA A und UEFA Pro Lizenz. Bin ich Multitasking in unserem rumänischen Fußballverband. Also unglaublicher Aufstieg, ja, und entwickelt sich ständig weiter. Was sind jetzt deine speziellen Aufgaben als Koordinator für diese Nationalmannschaften? Musst du sehr viel reisen? Bist du sehr viel auf Beobachtungen unterwegs? Wie kann man sich deinen Tagesablauf so vorstellen? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich reise sehr, sehr viel ab. Ich reise mit jeder Nationalmannschaft. Also ich bin dabei bei jedem Trainingslehrgang sozusagen. Und in erster Linie, es ist für mich nicht die Spieler zu trainieren, sondern die Trainer zu trainieren. Weil wir haben so ein neues Konzept. Ich bin auch der Leiter der neuen Philosophie sozusagen. Und unsere Philosophie geht nur, wenn die Trainer gut angelernt sind. Ja? Und meine Hauptaufgabe ist, unsere Linie zuerst an den Mann zu bringen, dass direkt am Tatort, also dass der Trainer dann direkt von uns dann die Informationen bekommt. Und
Jetzt ist ja dann bald auch die Europameisterschaft in Frankreich. Wird man dich dort auch antreffen? Es ist noch nicht sicher. Vielleicht bin ich dabei in dem Analyse-Staff, im technischen Analyse-Staff. Aber es ist noch nicht entschieden. Wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und ich habe so viele Aufgaben in unserem Verband, dass man nicht weiß, wo man zuerst gehen soll. Aber das würde mich gern dabei zu sein, weil eine Europameisterschaft, das ist sicher was Wertvolles. Gut, ich bin ja Amateur-Scout. Ja, du bist ja Vollprofi. Jetzt ist meine Frage, gibt's oder wo liegt der Unterschied zwischen Amateurvereinen in Rumänien und Amateurvereinen in Österreich? Gibt es da einen Unterschied? Zum Ersten müssen wir dann klar definieren. In Rumänien es gibt leider keine Amateurvereine. Bei uns wird immer professionell, so genannt, nur professionelle Mannschaften. Also die leben nur vom Fußball. Ob es das mit 100 Euro im Monat als Profi nennen kannst, es ist zu verzweifeln. Deswegen, du hast am Anfang gesagt, du bist Amateur-Scout. Ich würde eher sagen, dass nicht dieser Stellungswert als Wort sozusagen wichtig ist, sondern du musst immer professionell sein in das, was du tust. Das ist das Wichtigste. Ich kenne viele Leute, die Amateur sind, aber viel professioneller arbeiten wie wir professionelle. Also das ist die Botschaft, auch wenn ich einen Amateurstatus habe, egal als Spieler oder auch als Trainer, ja, kann ich so professionell wie möglich so ist es arbeiten. Und so soll man auch machen. So ist es. Nur so kannst du dann nach oben kommen. Ja. Okay, und ich biete als Amateur-Scout für Amateurvereine an, Scouting und Gegnerbeobachtungen, Eigenanalysen und auch die Spielermarktbeobachtung. Denkst du, macht es Sinn, in den unteren Klassen mit Videos zu arbeiten, mit Analysen zu arbeiten? Das ist gang und gäbe heutzutage. Wir haben kurz davor diskutiert und ich war ein Vorreiter, wie ich in Amstetten selber trainiert. Ich kann mich erinnern, ich habe immer die Familie mitgenommen, habe ich die Videokamera mitgenommen, habe ich die Gegner gefilmt. Ich war damals, viele haben es gelächelt, vielleicht damals. Aber man sieht, dass ich irgendwie das Ganze vorgeahnt habe. Ja? Und in heutzutage, wir leben in einer Welt, wo diese digitale Videoanalyse überall ist, in TV, Internet und so weiter und so fort. Also das ist gang und gäbe. Also ohne das kann ich mir nicht einmal vorstellen, nicht nur im professionellen Bereich, umso mehr im Amateurbereich. Ja. Und nur persönlich, was mich interessieren würde, hast du ein bisschen mein Projekt mit dem Amateur-Scout verfolgt? Ja, ich bin nach wie vor ein Ipser und ich bin im Internet immer sehr verbunden mit dem, was in Österreich passiert. Ich kenne die Sachen, die du tust und möchte dir gratulieren. Das ist sicher was ganz professionell, was du auf die Beine gestellt hast. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass viele Trainer davon profitieren. Schwelgen wir noch einmal in alte Zeiten. Ja, ich glaube, Anfang der 90er Jahre bist du nach Österreich gekommen und warst als Spieler in Ips tätig. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Wie hat sich der Fußball von vor 30 Jahren bis jetzt so entwickelt? Ja, da hat sich massiv entwickelt. Also allein von Kraft und Schnelligkeit ist alles viel, viel schneller geworden. Umso mehr die Intelligenz der Spieler. Also wenn man auch vergleicht, was früher und was jetzt ist. Heutzutage, wir müssen uns die Spieler ausbilden. Wir haben schon kurz davor gesprochen, als Entscheidungsträger. Also die müssen uns im Bruchteil von Sekunden ein Spiel entscheiden. Und dafür musst du trainieren. Und da muss immer, die Schnelligkeit spielt einen wesentlichen Faktor in diesem Prozess. Und das ist, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man sieht, heutzutage, was für Distanzen die Spieler laufen und in welche Geschwindigkeiten. Und da müssen sie auch denken und Entscheidungen nehmen. Hut ab, also der Fußball heutzutage ist sehr, sehr fortgeschritten.
Also die Metapher des dummen Fußballspielers, der am Abend nur mehr Ausgleichssport macht, ist nicht mehr zeitgemäß. Also heutzutage brauchen wir intelligente Fußballer. Nein, mein Sprichwort im Fußball, und wie gesagt, ich unterrichte Fußball, Fußball ist heutzutage Schach mit 100 km/h. Aha, okay, ja. Das ist eine Erklärung dafür. Schach mit 100 km/h. Gut. Vielleicht zum Abschluss ein Tipp, weil ich bin ja selbst auch Amateurtrainer und an die anderen Amateurtrainer und vielleicht auch Funktionäre. Wie wichtig ist es, einen Plan zu verfolgen, beziehungsweise auf was soll ein Trainer achten, wenn er einen Gegner analysiert? Vor allem er muss einen Plan haben. Also jeder Trainer. Ich vergleiche immer einen Trainer mit einem Taxi-Chauffeur. Also er soll sein Map in seinem Kopf haben, seinen Plan in seinem Kopf haben. Und er muss immer der kürzeste Weg, der schnellste Weg zum Ziel haben. Ja? Und wenn der Trainer keinen Plan hat, es wird schwierig sein, den Spieler weiß zu machen und zu helfen. Ja. Und das ist der Sinn und Zweck. Er muss ganz klar wissen, was passiert, wenn ich den Ball habe und wenn ich den Ball nicht habe. Und vor allem, was passiert in diese Umstellungsphase, also Umschaltphase. Das ist das Wichtigste, das Wort nicht des Jahres, aber Mourinho, ich habe die Chance gehabt, Mourinho zweimal im Training je eine Woche zu beobachten. Und glaube 80% von seine Wert im Training ist Transition. Das heißt, Umschalten. Also wer am schnellsten umschaltet heutzutage, der gewinnt das Spiel. Okay. Ja. Ja, super. Vielleicht noch Zeit. Heutzutage hat ja keiner mehr Zeit. Der Verein hat keine Zeit, weil er will Erfolg haben. Der Spieler hat keine Zeit, weil der will Meister werden und so schnell wie möglich bei einem höheren klassischen Verein spielen. Faktor Zeit. Was? Ja, das ist unsere Ziel. Wir müssen es immer die Leute die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Also ein Kind wächst nicht von 1 bis 7 Jahre in einem Monat. Das ist unmöglich. Du brauchst gewisse Zeit. Aber du musst gleichzeitig als Trainer überzeugen mit einem Konzept, der planbar und kontrollierbar ist. Ja? Und das ist eigentlich die Aufgabe vom Trainer. Du musst die Leute überzeugen, dass du einen Plan hast und immer mit voraussichtlicher Zeit auch zu kontrollieren. Und wenn du siehst, dass die Mannschaft Fortschritte macht, auch wenn die Resultate nicht da sind, teilweise ist es zu verfolgen, ob die Mannschaft besser spielt. Aber dass du eine Spielweise irgendwie deinen Spieler beibringst, das geht über Niederlagen und nicht nur über Siege. Ja. Also du meinst, lernen tust du am meisten im Misserfolg, bei der Niederlage? Nein, nicht am meisten, aber du kannst das nicht ausschließen. Du kannst nicht ausschließen. Wenn du nur verlierst, selbstverständlich ist es problematisch. Aber wenn du die Spielweise verbessert hast und noch verlierst, du musst es analysieren. Mhm. Als Trainer, du musst es immer wissen, warum ich verloren habe und warum ich gewonnen habe. Mhm. Also wenn ich verloren habe und immer 1 bis 2 Mittel als Misserfolgfaktor waren, ein Spieler war zu schwach, der Stürmer hat kein Tor geschossen, der Tormann ist zu schwach. Dann ist klar, dort habe ich, weißt du, dort was anzusetzen. Ja. Aber ich kann nicht die Spielweise ändern generell, wenn irgendwas funktioniert und nur ein oder zwei Teile nicht funktionieren. Okay. Ja. Jetzt bist du auch Funktionär und natürlich wahrscheinlich auch zuständig für Trainerbestellung und Trainerentlassung und so weiter. Wenn du jetzt einen neuen Trainer suchst für eine Mannschaft von dir, welche Anforderungen muss dieser Trainer haben? Ja, für die Nationalmannschaft sind die Anforderungen sind relativ hoch. Ja. Vor allem, er muss fachlich sehr, sehr begabt sein. Er muss von der menschlichen Seite hochwertig sein. Er muss die Anpassungsfähigkeiten benutzen. Er muss, weißt du, mit jungen Spielern umgehen können. Und er muss, weißt du, dann sehr, sehr gut kooperieren können. Ja? Der muss, weißt du, dann teamfähig sein. Mhm.
Ja. Das ist, was wir auch von unseren Spielern verlangen. Mhm. Okay, das ist jetzt im Nationalmannschaftsbereich. Im Amateurbereich, zweite Klasse, erste Klasse, wird der Trainer oft ausgesucht, wer ist jetzt gerade frei, ja? Wie viel kostet dieser Trainer und welche Erfolge hat er schon gehabt? Ja, das brauche ich ist, mehr? Das ist relativ. In der Regel sollte jedem Verein, und ich glaube, dass in Österreich noch der Fall ist, gibt es einen Sektionsleiter. Im Profibereich gibt es diesen technischen Direktor, der immer die Art und Weise, wie die Mannschaft spielen soll, er soll das verinnerlichen. Ja? Und danach suche ich mir meinen Trainer. Also wenn ich ein Offensivverein sein möchte, kann ich nicht einen Defensivtrainer holen. Und so wird danach gesucht. Mhm. Also gebe ich dir als Beispiel, wenn du nach Dortmund gehst, du kannst nicht mit einem Trainer, der in Italien immer um Platz 10 bis 14, weil die haben sie immer Catenaccio gespielt, ist unmöglich, so einen Trainer nach Dortmund zu nehmen. So als ja, extreme Beispiel. Ja, ja, ja. Und deswegen müssen dann die Sektionsleiter erstens analysieren, was habe ich als Spielermaterial. Und das ist auch so ein Problem, egal in welcher Klasse, Amateur oder professionellen Bereich. Ich habe gewisse Spielertypen in der Mannschaft. Ja. Und hole ich einen Trainer, der nicht dazu passt. Ja. Also es gibt Trainer, die nicht umgehen können mit älteren Spielern oder mit jüngeren Spielern. Und das ist für mich viel, viel wichtiger als Sektionsleiter oder technischer Direktor, wenn ich einen Trainer dann bestelle. Okay. Habe ich einiges gelernt, nicht nur in diesem Interview, sondern auch schon vorher. Ja, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil du bist ja dann sicher wieder unterwegs in der ganzen Welt. Morgen reise ich wieder ab. Morgen reist du wieder ab. Wo geht's hin? Erstens nach Timișoara, meine Heimatstadt, ja. Und dann nach Bukarest. Ja. Und nächste Woche bin ich wieder in Österreich zu der Trainerfortbildung, wo ich meine Freunde treffen werde, Herr Rothensteiner, Herr Dani Rieser, den kenne ich sehr, sehr gut und schauen wir mal weiter. Okay, super. Herzlichen Dank. Wir haben noch einen zweiten Teil an der Taktiktafel, da werden wir aber vorher noch einen Cut machen und das alles herrichten. Ja, und wir sind stolz darauf, dass wir so ein Interview machen haben dürfen. Na, die Ehre, es ist auf meiner Seite. Ich bin sehr, sehr gerne, wie gesagt, in Österreich, bin ich Österreicher. Viele haben es nicht einmal im rumänischen Fußballverband gewusst. Ich bin Österreicher. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr froh hier. Also das heißt, wenn Sie in einigen Jahren Rumänien Europameister wird, dann haben wir einen Österreicher dabei gehabt, der am Erfolg teilgehabt hat. Hoffentlich. Okay. Herzlichen Dank.